sehr innovativ. Er hat viele Sachen jetzt heute in die moderne Zeit rübergebracht, altes Wissen, ne? Sondern bringt es uns heute auf eine sehr schöne Weise modern nach. Deswegen also toi 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 für dich heute Abend und euch viel Spaß und quetscht ihm nach der Pause aus, wenn ihr was Besonderes noch wissen wollt. Ihr kriegt jede Antwort heute Abend auf alle Fragen. Viel Applaus erstmal, Martin Schenzel. Schön, dass du da bist. Guten Abend, heute geht es um das Thema schamanisches Heilen und es geht auch um das Thema Reinigung der Seele, also genau das, was da hinten auch steht. Es geht auch um Energiearbeit. Im russischen Reich ist es ein bisschen anders wie hier im deutschen Raum. Also es geht mehr um das alte Wissen, was natürlich auch erneuert wird. Und das alte Wissen ist, naja, über 1000 von Jahren alt. Es geht viel um rituelle Arbeit, es geht auch viel in meiner Arbeit um schamanische direkte Lebenslage, wo man richtig hinschaut, also wo man auch viele Sachen korrigieren kann, sogar in der Vergangenheit. Schamanen arbeiten jetzt nicht nur für die Zukunft, sondern mehr gegenwärtig und in den Vergangenen. Auch da ist vieles korrigierbar. Wichtig ist auch, es geht auch um unser Unterbewusstsein. Also da gibt es auch sehr, sehr viel, was auch, naja, was nicht immer bemerkt wird von uns. Und da kann man auch ziemlich viel korrigieren. Also inneres Kind ist das Thema. Man geht natürlich auch ein bisschen in die tiefere Schichten, auch von der Psyche, von unserer Seele. Aber alles funktioniert super toll, auch wenn man nicht alles verstehen muss. Ihr dürft auf jeden Fall natürlich dann auch die Fragen stellen. Also ich war letzte Woche noch bei Freiburg. Da waren auch noch 100 Leute beim Vortrag und fast 100 Leute beim Seminar. Von da nach Haus. Und es war natürlich voll gefühlt. Aber jeder könnte auch seine Frage stellen. Hier ist es auch nicht anders. Also ihr könnt nach der Pause auch Fragestellungen machen. Ich habe ein bisschen, wie immer, ein bisschen mehr vorgeplant zum Erzählen. Aber es ist auch viel Praktisches trotzdem. Nicht nur Theorie, sondern was kann ich machen, wenn das oder das passiert oder wenn ich das und das leiden habe. Und dann starten wir einfach mal. Mein Wissen ist nicht nur jetzt neu, sondern ist auch ziemlich alt. Also ich arbeite auch viel mit Edelsteinen, ich arbeite aber mehr und mehr von Tag zu Tag mit energetischen Sachen und mit dem Geist. Wo ich noch vor 20 Jahren begonnen habe, da habe ich mit Handauflegen sehr viel gemacht, habe viele Massagen gemacht, Honigmassagen zum Beispiel, Entgiftung. Mittlerweile ist es so alles, dass ich viel geistiger mehr mache, weil es einfach schneller geht. Also viele geistige Sachen funktionieren innerhalb von ein paar Minuten und ein besonderes Thema, was ich euch heute ans Herz legen möchte, weil das kann jeder, die Arbeit mit sogenannten Seelenschnüren und Seelenräumen. Also Seelenschnüre sind die Schnüre, die Kanäle von uns. Jeder von euch besitzt solche nicht nur einmal, sondern es gibt viele verschiedene Schnüre, die aktiv sind. Und es gibt aber auch nicht aktive Schnüre, die man jede Zeit auch einschalten kann. Und die Arbeit damit ermöglicht zum Beispiel Schmerzlinderung innerhalb 3 Minuten. Wenn jemand von euch auch Schmerz hat, könnt ihr gleich probieren, wo ich das erzähle, gleich das Ganze auch mitmachen. Sogar in Russisch, aber vieles von Wissen kam von meiner Oma, das ist sie, mit fast 90 Jahren, hier auf dem Foto, also die hat bis zum Ende, nur noch ein halbes Jahr hat sie ausgesetzt, zum Schluss hat sie gesagt, jetzt brauche ich einfach mal Ruhe für mich, aber die hat noch 20 Leute am Tag reingenommen, also und zwar jeden Tag. Es gab keine Wochenende bis zu 36 fast. Und die hat auch viel Schamanisches gemacht und wie man sieht auf dem Foto war sie immer noch fit. Wobei sie einen Schlaganfall selber erlitten hat, 6 Jahre davor und 6 letzte Jahre blind war. Interessant ist natürlich auch zu sagen, dass Schamanen alles als lebendige Materie sehen. Das heißt, es gibt nichts, was nicht lebt. Also auch ein Steinchen, was man in der Hand hat oder Kuhle, womit man jetzt schreibt, alles hat die sogenannte Seele, Essenz, Frequenz, Energie und alles verändert sich. Also alles gehört halt zusammen. Es gibt sogenannte Gesetzmäßigkeit der Parallelität. Das heißt, es gibt nicht nur 3 Dimensionen, was wir sehen hier, sondern es gibt eine 12 von geometrischen her. Und diese 12 Dimensionen, die hängen alle zusammen. Schamanen sagen dazu Matrix. Und darum geht es auch. Mit dieser Matrix kann man vieles erreichen und vieles auch heilen. Die Schamanen sagen auch so, oben so wie auch unten ist alles gleich, alles ist verknüpft. Viele sagen auch, dass alles wie ein Spinngewebe aussieht, also alles hängt zusammen tatsächlich. Und solche Projektionen oder Abbildungen finden natürlich auch im ganzen Leben statt und auch in körperlicher und seelischer Ebene.
Also alle kennen auch, dass man auch von Auge Krankheiten sehen kann, Iris-Diagnose. Viele kennen auch die Zonen an dem Fuß, die man drücken kann. In meinem Metucha-Buch habe ich zum Beispiel auch 60 Punkte, die Karma-Blockaden lösen. Also und zwar, es gibt Meridiane von chinesischer Medizin, jeder hat es davon mindestens schon ein bisschen was gehört. Also die Meridiane, die verlaufen im ganzen Körper, also für jeden Organsystem sozusagen, gibt es auch einen Weg. Und parallel dessen gibt es auch sogenannte Lichtbahnen. Also das haben sogar jetzt Wissenschaftler aus Moskauer Raum auch tatsächlich, also Wissenschaftler heißt keine Esoteriker, auch bewiesen, dass diese Lichtbahnen parallel den Meridianen verlaufen. Und genau da liegen diese Punkte von karmischen Blockaden. Und zwar, wenn du das Drücken auf einen Punkt ein bisschen weh tut, beziehungsweise hat man Schmerz oder Empfindlichkeit irgendwo im Körper, kribbelt auf einmal, da gibt es sogar auch eine Erklärung von Ursachen, was genau dahinten steckt. Also alles hängt zusammen. Alles ist gesellt, also ob lebendige Materie oder nicht lebendige, eigentlich alles ist lebendig und man kann diese Energie auch für die Heilung nutzen. Also das heißt, man kann mit dieser Energie die schlimmsten Sachen auch korrigieren. Es gibt aber auch viele Sachen, die ganz einfach funktionieren und gar nichts kosten sozusagen und die funktionieren am besten meistens. Nicht nur die geistigen, sondern auch aus der Natur. Also man kann mit Steinen arbeiten, mit Kräutern arbeiten, mit Gebeten, mit Besprechen. Und die Zellenanteile, die wir verlieren können, auch zurückgebracht werden. Nach schamanischen Vorstellungen ist eine Zelle ein Luftballon. Also heißt, in diesem Luftballon ist Wasser gefüllt und tausende von Millionen von Tropfen sind drin. Und schon durch Geburt verlieren wir die ersten. Weil für ein Kind ist Geburt eigentlich wie ein Tod. Also das heißt Stress. Und diese ersten Teile, die gehen schon verloren. Und natürlich kann man diese Teile aber immer noch zurückbekommen. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Sondern man kann auch diese Teile, diese ganzen Zellenanteile, die verloren gegangen sind, auch zurückholen, zum Beispiel durch die schamanische Reise mit der Trauer. Auch jedes Haus besitzt auch eine Seele. Aber ich komme jetzt erstmal mal zu dem Thema Energiekostüm. Also Energiekostüm, das ist meine Bezeichnung für alles, was dazu gehört, zu unserer Energie. Also es gibt nicht nur Aura mit ihren Ringen und nicht nur Chakren, die man kennt. Apropos heutzutage gibt es 14 aktive Chakren, nicht nur 7, die man kennt von früher. Also auch Handchakren sind sehr aktiv geworden, die Fußchakren sind sehr, sehr aktiv geworden. Also Fußchakren haben braune Farbe, die Hände haben türkise, falls es euch interessiert, aber Farbe hat eigentlich überhaupt keine Bedeutung, großartig. Aber wichtig ist, dass man das ganze Energiekostüm ein bisschen verstehen muss. Es geht nämlich um Plus- und Minusenergie. Also wir haben sowohl weibliche Energien in uns, auch männliche. Es gibt auch keine gute oder schlechte Menschen. Für mich, jeder hat beide Anteile und jeder hat auch heilende Fähigkeiten. Also alles gehört in dieses Kostüm dazu. Wir haben natürlich auch viele Belastungen drumherum. Also jetzt nicht nur feindliche Energien oder neidische Energien, wobei ich sage immer, jeder Neid ist Zeichen des Anerkennens. Hätte man das nicht gemacht, hätte man nicht gesehen. Ist halt so, muss man eigentlich als Kompliment nehmen. Aber es gibt natürlich auch außer Stress und Strahlung und alles Mögliche viele Blockaden und viele karmische Sachen, die aus dem Vorleben noch kommen. Und all das geht auf unsere Aura. Übrigens, so ungefähr sieht unsere Aura aus, mit zwei Ringen drumherum, die sogenannten Filter und Schutzschild. Und diese verändern sich das ganze Leben. Hat eine ganz spezielle Funktion. Früher hat Energie von der Erde, also Kundalini nennt man sie, ausgereicht bis zum Kopf. Also man könnte damit sehr, sehr gut arbeiten. Heute sind wir immer weniger an die Erde gebunden, nicht nur durch unser Lebensstil, sondern auch vor allem durch die ganzen Impulse, die sich verändern. Kosmologisch gesehen sind es Impulse von Saturn, also das lässt nach alles. Dafür sind natürlich auch Impulse von Venus sehr, sehr stark geworden und natürlich von Uranus. Also das erdet uns immer wieder ab. Also diese Energie reicht gar nicht mehr nach oben, sondern bleibt im Herzen stecken. Und diese Impulse, die fließen aber durch den Kopf und werden von unseren Zellenschnüren aufgenommen und gehen genauso ins Herz. Das heißt, wir haben zwei Energien im Herzen, die allerdings vermischt werden müssen. Und das Problem ist bei vielen, dass es noch nicht so viel nachkommt. Also das Vermischen bleibt einfach aus. Und dafür gibt es eigentlich eine ganz einfache Übung. Man reibt die Hände zusammen, also für alle, die sich müde fühlen immer wieder, und hält die Hände einfach mal hier vom Herzbereich. Und wenn die Erde vergangen ist von den Händen, das heißt, man ist schon angeschlossen an das Herzchakra, dann macht man einfach mal eine pumpende Bewegung hin und her. Man muss sich nicht mehr berühren dabei.
Also da wird diese Energie quasi zum Fließen gebracht. Das heißt, obere und untere Energie, die werden einfach mal miteinander vermischt. Also so, dass man auch richtig schnell für die Erdung bekommt und auch richtig Power. Also Power bekommen ist eigentlich auch keine große Kunst. Wir haben natürlich auch unsere Schaltstellen, also die Chakren genannt. Also man kann Energiekostüm immer wieder aufpeppen. Und zwar diese Energie ist etwas kompliziert zwar, aber eigentlich ist es alles leicht zu verstehen. Die Schaltstellen oder Chakren, die sind mit Aura nämlich verbunden. Das heißt, wenn Aura nicht dicht ist, geht es auf die Chakren. Wenn die Chakren nicht mehr funktionieren, geht es auf Aura-Bereich. Und das kann natürlich auch von beiden Seiten repariert werden. Das heißt, wenn Chakren nicht in Ordnung sind, kann man über Aura arbeiten. Und wenn Aura nicht funktioniert, kann man über Chakren wieder mal Ordnung in Aura-Bereich schaffen. Wenn ein paar kleine Besetzungen, wie man sie nennt, oder kleine Verluste bekommt oder etwas Ärger hatte und mit ein paar Ländern unterwegs sind, das ist noch nicht so schlimm. Am schlimmsten wäre es natürlich, wenn diese ganze Aura-Löcher sich so manifestieren, dass permanente Energie abfließt. Und wenn das passiert, ist es dann nicht mehr lustig. Da muss man natürlich schon zugreifen, weil da hat man nicht nur ein bisschen Energieverlust, sondern man wird komplett ausgelöscht. Ich komme jetzt zu dem Thema Seelenschnüre. Also wir haben 8 Seelenschnüre bei jedem Chakra. Ihr könnt es vorstellen, dass jeder Mensch einfach mal richtig voll mit Schläuchen ist. Überall sind die Schläuche. Am Kopf 8 Stück, dritte Auge 8 Stück, unten 8 Stück. Schläuche, Schlangen kann man auch vorstellen. Und zwar diese Schläuche, die von oben kommen, diese Schnüre oder Seelenschnüre, die unterstützen unser Nervenkostüm in erster Linie, das heißt auch unseren Geist. Die Schnüre, die aus dem Herzen kommen, das sind besondere Schnüre. Diese sehen ungefähr so aus. Ich habe das schnell noch gezeichnet für den Vortrag. So eine kleine Schlange hängen sie in alle Seiten. Und zwar, jede Schnur hat auch eine spezielle Farbe, aber Farbe möchte ich jetzt nicht vertiefen. Wichtig ist, es gibt 7 Schnüre, die nicht aktiv sind und eine Schnur, die immer aktiv ist bei jedem Chakra-Bereich. Und zwar, in erster Linie ist es so, dass die nicht aktiven Schnüren, die werden tatsächlich von uns immer wieder verwendet. Ihr schaut jetzt zum Beispiel auf das Blog, wo ihr schreibt, oder auf mich, da ist schon eine inaktive Schnur dran. Ihr schaut etwas anderes, die Hand zum Beispiel jetzt an, da ist schon die zweite Schnur auch dran an der Hand. Also diese 7 können auch gleichzeitig verwendet werden. Die aktive Schnur, die für die Heilung zuständig ist, die wird meistens gar nicht verwendet, weil man da nicht so viel davon weiß. Aber man kann genau damit in 3 Minuten Schmerzen zum Beispiel lindern oder viel reparieren. Und zwar nicht nur bei sich selber, sondern es gibt auch die Möglichkeit, Fernheilung zu machen mit dieser Schnur. Stellt euch vor einfach, also es ist eine Schnur, also ich sage, ihr könnt zu Schlange, vielleicht möglich, das Wort hat man nicht. Dann bleibt man bei Schnur, bleibt man lieber vielleicht beim Schlauch. Das ist ein Schlauch, was hier aus dem Herzen kommt, also wie auf dem Bild in der Mitte. Und einer von 8 ist richtig dick. Achso, aber von der Stärke her, wenn man das sieht, ist es eigentlich gar nicht so groß, es ist tatsächlich wie ein Gartenschlauch. Und wenn man jetzt genauso vorstellt, ein Ende von diesem Schlauch ist hier bei mir im Herzchakra integriert, ist verwachsen sozusagen, und zweite hängt einfach mal hier frei. So, soll ich irgendwo Schmerzen haben, zum Beispiel Schmerzen im Kopf, kann ich mit meiner eigenen Schnur mitheilen. Das heißt, ich muss nur noch geistig diese freie Ende von der Schnur anschließen an meinen Kopf, die Augen zumachen und nur noch auf meinen Herzschlag konzentrieren. Mein Herz hören oder hinhören, besser gesagt. Und mit jedem Herzschlag stelle ich mir vor, dass Licht aus dem Herzen durch diese Schlange, durch diesen Schlauch zu der Problemzone sich bewegt, beziehungsweise der Schlauch wird sozusagen voll mit dem Licht. Und sobald dieses Licht an der Problemzone ist, also quasi am Kopf, wo ich Kopfschmerzen habe, fließt dieses Licht, Licht ist eigentlich mal ein Überbegriff, genau dahin.